Hey ho und willkommen zum Abschluss von der Story des Let's Plays Xenoblade Chronicles mit dem FAQ. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch allen bedanken, weil die Resonanz war pornös, möchte ich jetzt schon mal sagen. Manche haben wirklich viele Kommentare geschrieben hintereinander, was ich sehr, sehr gut fand, weil sie sehr, sehr umfangreich waren und mir sehr, sehr viele Einblicke gegeben haben. Nicht nur mit Fragen, sondern auch mit Kritik und einer, ja, kleinen Eigenbewertung. Mit, das fand ich gut, das fand ich weniger gut. Das finde ich sehr interessant. Eventuell werde ich da auch noch ein klein bisschen drauf hinauskommen, weil ich neben der Frage hier und da auch nochmal irgendwie ein Statement mir aufgeschrieben habe, wo ich dann selber mal eine Frage stelle, falls der entsprechende Nutzer das Ding hier überhaupt guckt. So, noch ein paar kurze Disclaimer vorweg. Ich habe mir jetzt nicht so viele Gedanken im Vorhinein gemacht, deswegen bitte ich das vielleicht zu entschuldigen. Das, was man jetzt hier erstmal sehen wird, also videotechnisch, war der liebe Erik, der sich das gewünscht hat, glaube ich zumindest, als Bildmaterial für die FAQ-Folge. Mal sehen, wie lange es reicht. Und ja, noch ein ganz, ganz besonderes Dankeschön an den Sean... Moment, jetzt muss ich gerade mal kurz gucken. Sean Michaels Fan 7. Tut mir leid, wenn ich das mittlerweile nicht mehr gescheit aussprechen kann. Ja, für die Statistik. Die Statistik bezieht sich jetzt allerdings lediglich nur auf Inhalte, die man auch während der Story-Folgen sehen konnte. Sprich, es gibt, glaube ich, irgendwie so Anzahl der Einkäufe 2. Aber ich habe ja weit mehr als 2-mal eingekauft. Aber ich habe das meiste einfach rausgeschnitten. Ganz am Ende des Videos werde ich nochmal einen ganz kurzen Abschnitt zum Einkaufen machen, weil sich ein anderer User das gewünscht hat. Ich werde mir den Namen bis dahin auch nochmal raussuchen. Wenn ich das denn nochmal finde. Ansonsten hoffe ich, dass du mir verzeihen kannst, dass ich deinen Namen jetzt gerade nicht mehr weiß. So, damit es nicht noch länger wird, fange ich mal an nach der chronologischen Reihenfolge. Zuerst Omega 2073-6. Ich frage mich immer noch, wie viel Freizeit du haben musst, wenn du nur das Beste vom Spiel reinschneidest. Du willst nicht wissen, gerade in den Hochpunkten, wo ich jeweils eine Story-Episode und eine Quest-Episode parallel gemacht habe. Da habe ich manchmal nach der Arbeit echt lange hier noch da gesessen. 10 Uhr, dann noch Video noch rendern, also nicht jeden Tag bis 10 Uhr, Gott bewahre, aber ich habe da echt viel Zeit reingepumpt. Das war auch der Grund, weswegen ich kein Zweitprojekt angefangen habe. Das wäre nicht gegangen. Das ging nicht. Aber das war auch so das Einzige, was mir zum Omega aufgeschrieben hat. Der liebe Kaoshi. Moment, ein FAQ wäre zu geil. Ich zum Beispiel, achso, ich habe das zum Beispiel mit dem Klaus nicht so richtig verstanden. Moment, ich lese es so vor, wie ich es hier aufgeschrieben habe. Ein FAQ wäre zu geil, weil ich zum Beispiel das mit dem Klaus und so weiter verstehen will. Ob das wirklich durch einen Knopf alles ausgelöscht wurde. Warum die beiden es überlebt haben und wie zum Geier sie es geschafft haben, andere Menschen zu kreieren. Wird jetzt zum Spiel natürlich nicht auf dem Silbertablett serviert. Ich könnte es jetzt nur mit meiner eigenen Interpretation eventuell erklären. Also, die Wissenschaftler haben irgend so eine Orbitalstation, die wie ein Satellit um die Erde kreist, aufgebaut mit irgendeinem Mechanismus, sag ich jetzt mal, mit irgendeinem technischen Mechanismus und einem Verwaltungsapparat, einem technischen Verwaltungshirn, künstlichen Computer, Schaltkreishirn, also Elvis quasi. Und ja, das Experiment ist quasi dann durch einen Knopfdruck gestartet worden, wodurch ein neues oder das alte Universum zerstört und das neue geschaffen wurde. Und eventuell, weil Maneth und Klaus, beziehungsweise Klaus ist ja Sensor, dem Knopf am nächsten waren oder das Verwaltungssystem Elvis sie als Weltadministratoren oder Universumsadministratoren erkannt hat oder sie dazu auserwählt hat oder sie das da vorher einprogrammiert haben, ich weiß es nicht, wurden sie, ja, sozusagen als die Verwaltungsadministratoren, würde ich es jetzt mal nennen, also als die Götter der Welt, eingesetzt. Ich denke mal, Elvis ist auch derjenige, der das alles mehr oder weniger kontrolliert, dass es im Rahmen bleibt, in seinem, ja, ich sag mal, in seiner Gesetzmäßigkeit dieser Welt. Und innerhalb dieser Gesetzmäßigkeit haben die Götter ihre entsprechenden Kräfte, sage ich jetzt mal. Und dazu gehört eben auch das Kreieren von Menschen als Göttern. Ich hoffe, das ist so einigermaßen, ja, plausibel. Das ist so, Entschuldigung. Das ist so meine eigene Sichtweise, wie ich das interpretiere. Wenn ich irgendwas übersehen haben sollte von der Story her, mag man mich da bitte ergänzen. Viech 54.
du hast nur 30 Materialien statt 60 ins New Game Plus mitgenommen. Danke für den Hinweis. Ich habe dann nur meine alte Routine abgespielt. Ist aber auch egal. Ich habe jetzt nicht unbedingt Lust, New Game Plus anzufangen. Muss ich auch nicht. Und den Speicherstand habe ich jetzt eh wieder überspeichert, damit ich irgendwie noch so einen Sicherheitsspeicherstand für die Questfolgen habe. Musik ist sehr gut. Kann es aber bei mir niemals auf Platz 1 schaffen. Frage ich jetzt mal interessiert, warum nicht? Was ist denn bei dir auf Platz 1 und warum kann es einfach nicht auf Platz 1 schaffen? Ich meine, Geschmäcker sind verschieden, ist klar. Aber ist das einfach so ein ewiger Platz 1, wo du sagst, ah, da kommt nie was ran, eben wegen des Nostalgiefaktors oder sonst was? Oder mich würde es einfach interessieren. Okay, der LuniCloud87 hat sich sehr viel aus den Fingern gelutscht. Du hast dir Kommentare gewünscht, sorry für den Spam. Ist kein Spam, war sehr, sehr viel interessanter Inhalt. Aber kommen wir zur ersten Frage. Welche Charakterin ist deine Favoritin? Ich tippe mal darauf, dass es nicht Charla ist. Hast du richtig getippt, auch wenn ich eigentlich sehr eher auf die Schwarzhaarigen stehe. Ansonsten schwierig zu beantworten. Also von den Charakterinnen waren die NPCs ja eher was unterbesetzt, will ich mal so sagen. Von den Antagonisten ist jetzt auch jetzt wirklich nichts. Ja, Venea, wenn ich jetzt darüber nachdenke, finde ich Venea toll. Muss ich schon sagen. Ich meine, sie, ja, keine Ahnung, obwohl sie zuerst quasi mehr oder weniger Feind ist oder in den Reihen des Feindes arbeitet, hat sie komplett ihre eigene Meinung, ihren eigenen Kopf und ihre eigenen Wünsche, die sich irgendwie von den Helden weg befinden oder nicht bei den Helden befinden, sage ich jetzt mal, und auch nicht bei ihrem Chef, beziehungsweise Bruder Egil. Und sie versucht sich da entsprechend einzusetzen. Deswegen, Venea finde ich persönlich, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, einen meiner Lieblingscharakterinnen. Ansonsten für die Gruppe, Charla ist es jetzt nicht, kann ich jetzt auch nicht genau sagen, warum. Ich weiß nicht, ich habe ja mal gesagt, ich finde sie irgendwie so ein bisschen blass. Fiora, auch nicht so wirklich. Melia finde ich eigentlich gut, aber das liegt eventuell auch an den spielerischen Inhalten, weil ich sie als Magierin und so wie sie funktioniert und so krass wie sie ist mit Schaden und so weiter einfach geil finde. Also spielerisch gesehen. So als Charakter, ich meine, sie passt als Adelige und so weiter ganz gut. Ist ja ganz gut umgesetzt, will ich mal sagen. Und jemand, der sich auch ziemlich ändert. Also das hatte ich bei Melia schon den Eindruck, dass sie einer der wenigen Charaktere ist, die sich wirklich weiterentwickeln. Im Spiel. Also mit ihrer, fass mich nicht an und dann, fass mich an. Also, jetzt mal ein bisschen lustiger ausgedrückt. Ich hoffe, dass das die Frage einigermaßen beantwortet. Ich finde die Signaturfähigkeit von Dunban leider etwas nutzlos, sobald Fiora der Gruppe beitritt, weil die Drohnenschwerter irgendwie das gleiche, nur in noch pornöser sind. Wie ist deine Meinung dazu? Die Drohnenschwerter sind in der Tat sehr, sehr pornös. Wenn nicht vielleicht sogar eine der oder die mächtigste Signaturfähigkeit, was den reinen Schaden angeht, im Spiel. Bin mir nicht so ganz sicher. Kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an, wie lange die Trance hält bei Melia. Allerdings finde ich jetzt nicht, dass, Dunbans Todesblütentanz da jetzt nutzlos ist. Ich meine, man kann immer noch beide Charaktere in die Party reinhauen und Todesblütentanz büßt ja in der Hinsicht nichts von seiner Effektivität ein. Dazu hat der Todesblütentanz auch die Möglichkeit, AOE-Schaden zu machen und hat natürlich den Nachteil, dass ich dafür andauernd diese Trigger zum richtigen Zeitpunkt drücken muss. Ja, wenn man es jetzt mal direkt so hinaus oder drauf hinauslaufen lässt, der Todesblütentanz ist halt immer das gleiche, während Fiora mit ihrer Ausrüstung quasi ihre Signaturfähigkeit wechseln kann. Dazu hat sie noch irgendwie diese mächtigen Drohnenschwerter. Bei Shulk finde ich es wiederum schon gerechtfertigt, dass im Grunde so die Einzelfähigkeiten, vielleicht von bestimmten Einzelfähigkeiten abgesehen, wie der Rüstung, jetzt vielleicht nicht ganz so effektiv sind. Dafür ist halt eher verdammt vielseitig, was seine verschiedenen Signaturfähigkeiten angeht. Also, Balancing könnte vielleicht da ein bisschen besser sein, aber ist okay. Ich finde Dunbans Todesblütentanz wirklich nicht nutzlos. Wie gesagt, er wird ja nicht schlechter dadurch, dass die Drohnenschwerter besser sind. Man kann nur noch beide in die Party reinhauen, was ich auch tun werde, was die Great Four angeht. Nächste Frage. Gibt es einen NPC, den du am liebsten wenigsten magst? Am wenigsten, also
ich glaube, die Cindy war es noch am Anfang, als sie noch geguckt hat, hat gesagt, dass sie den, wie heißt der noch gleich, O'Farron total nervig und ätzend und kacke findet. Weil er so nervt und keine Ahnung. Ich kann es nicht nachvollziehen. Habe ich ja schon im Video gesagt oder in den Videos gesagt. Kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Anderweitig, wen ich am liebsten mag, ist wahrscheinlich sogar Egil. Also ich kann jetzt nicht sagen, den mag ich jetzt gar nicht. Ist wirklich nicht mit drin im Spiel. Jemand, den ich gar nicht mag, weil er schlecht umgesetzt ist oder sonst was. Aber ich habe ein bisschen nachgedacht und ich denke, ich finde Egil toll. Erst als der Wahnsinnige, das heißt größten Wahnsinnige, nenne ich es jetzt mal, Großherrscher von McConnis, der so eine festgefahrene Meinung hat und sich quasi auch nicht abbringen lässt und dann zum Schluss nochmal eine ziemliche Wandlung durchmacht, die nachvollziehbar ist. Nachvollziehbar ist dann auch, weswegen er so eine festgefahrene Meinung hat, was er alles durchgemacht hat. Ich finde ihn am Ende irgendwie super sympathisch, vor allem quasi sein letzter Spruch. Nicht an meinem Leben werde ich gemessen, sondern an meinem Sterben. Und das finde ich fasst den Charakter als solchen schon unglaublich gut zusammen. Ich mag Egil, ich mag seine Stimme, seine englische Synchro-Stimme. Super. Super Charakter, finde ich. Auch wenn er jetzt nicht unbedingt die meiste Screentime hat, sagen wir es mal so. Nächste Frage. Was war deine Lieblingsquestreihe? Da ich noch nicht alle durch habe, Gott, kann ich, glaube ich, gar nicht so antworten. Turea, die Turea-Quest fand ich gut, weil sie tatsächlich dann nochmal ein bisschen Cutscene mit eingebaut haben. Und nochmal ein bisschen Hintergrundgeschichte mit reingekommen ist. Aber es ist keine Questreihe, sondern eine einzelne Quest. Ansonsten ist das meist ja einfach, bring hier, töte das und Pustekuchen. Also, ich habe jetzt auch nicht so ganz den Überblick mehr, muss ich gestehen. Aber das war... Die Turea-Quest war in Ordnung. War mal ein schönes Zugeständnis, dass sich doch mal was gelohnt hat. So rein visuell. Nächste Frage. Was war der größte WTF-Moment für dich in diesem Spiel? Welches der traurigste und welches der lächerlichste? Lächerlichste, der Auftritt von Ricky. Der traurigste... Vielleicht der Tod von Egil und Maynith. Also dieser 180-Grad-Wendung quasi zu drei Vierteln im Spiel mit den Ereignissen auf dem McConnis. Wo Egil stirbt, wo Maynith stirbt, wo sich alles nochmal umdreht und dann sich herausstellt, was das Schicksal der Orentia ist. Das denke ich schon. Der größte WTF-Moment, eventuell auch der mit Ricky. Sonst muss ich jetzt gerade nochmal nachdenken, aber da fällt mir jetzt gerade auch nicht so viel ein. Na. Vielleicht. Ja, Bayonis bewegt sich, aber man merkt davon dann irgendwie im Spiel doch nichts mehr. Irgendwie, keine Ahnung, wo ist der mit dir? Vielleicht vergesse ich jetzt noch irgendwas. Es tut mir leid. So, kommen wir zum nächsten Fragesteller. Gott, das wird so eine lange Folge. RealLeg666. Was hast du gedacht bei Feroz Tod? Aeris Tod. Weiß nicht, was Aeris hier zu suchen hat. Aeris lassen wir jetzt mal ganz weg. Ich fand Feroz Tod toll. Also nicht, weil ich mich an den Toten anderer ergötze, nein. Sondern weil das Spiel direkt von Anfang an so ein Statement setzt. Spieler, ich töte auch Hauptcharaktere. Und auch wenn das jetzt tatsächlich nicht wirklich stimmt, finde ich schon mal ein gutes Zeichen, weil in anderen Spielen ist man sicher eigentlich, keine Ahnung, sind gewisse Bedrohungen irgendwie nicht so Bedrohungen, weil man weiß, ah ja, meine Hauptcharaktere, die überleben das und wäre ja spielerisch auch Schwachsinn, wenn sie es nicht überleben, weil dann ja, wäre irgendwie der Fortschritt total weg und... Ja, es war ein anderes Statement, was das Spiel damit gesetzt hat. Wie, ich töte auch Hauptcharaktere. Okay, irgendwann hat man das dann wieder vergessen, weil quasi in der Hinsicht nichts mehr passiert. Und dann Fiora auch irgendwann wiederkommt. Aber ich finde es als Statement eben gut. Nächste Frage. Was hältst du von der These, dass Elvis eine Wellenexistenz ist und Maynith wie Sansa Administratoren waren und deshalb Götter waren, beziehungsweise Halo Ring. Was, ich weiß nicht, was Halo Ring oder sonst was ist. Was ist Halo Ring? Also der Heiligenstein? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich denke mal, Sansa und Maynith haben irgendwie eine Sonderrolle in diesem Projekt eingenommen. Ansonsten wären sie nicht als Götter in diesem neuen Universum übernommen oder in dieses neue Universum übernommen worden. Hatte ich ja eben schon gesagt.
von der These Wellenexistenz Elvis. Also ich glaube schon, dass Elvis ein Computer ist. Eben der, keine Ahnung, entsprechend gut gebaut ist. Keine Ahnung, vielleicht Biocomputer, ich weiß es nicht. Er hat ja auch schlicht eine eigene Persönlichkeit. Ich weiß jetzt auch nicht, was sein Avatar ist. Also Elvis tritt ja als menschlicher Charakter die meiste Zeit eigentlich nur im Spiel auf. Ob es so eine Projektion ist oder ob es einfach, ja, so eine... Wie nennt es sich noch gleich? Das gab es in Xenogears auch. Mir fällt jetzt der Begriff nicht ein. Irgendwelche fleischlichen oder biologischen Terminals oder ein biologisches Terminal zum eigentlichen Hauptcomputer möglich. Wellenexistenz eher nicht. Also die Wellenexistenz in Xenogears war ja unfreiwillig gefangen im Zoha, weswegen der Zoha eine Quelle unbegrenzter Energie geworden ist. Elvis ist zwar im Prinzip das... Ja, Elvis ist das Prinzip, welches die Fugen der Welt zusammenhält, als Rechner, als Verwaltungsrechner, der, ja, sozusagen den Administratoren die Macht gewährt, administrieren zu können. Aber er ist derjenige, zumindest hatte ich das, oder den Eindruck, der auch nach eigenem Ermessen die Welt umgestalten kann. Ansonsten wäre die Welt nicht umgestaltet worden. Aber Wellenexistenz in dem Sinne... Er nicht. Er erfüllt ein ähnliches Prinzip, weil er scheinbar die wirklichen Energiereserven hat, die er verwalten kann. Aber sonst sehe ich da eher weniger parallel. Nächste Frage. Was sind deine Lieblingsmusiktracks des Spiels? Oh Gott, jetzt habe ich den Namen nicht mehr richtig parat. Unfinished Battle finde ich toll. Ich finde Grandeur toll. Ich finde... You Will Know Our Names heißt es, glaube ich. Das ist das Lied, was gespielt wird, wenn man einen Elite-Gegner beispielsweise angeht. Meine ich. Unfinished Battle hatte ich, glaube ich, schon gesagt. Und also, die ganzen Battle-Themes finde ich toll. Ansonsten fällt es mir jetzt nicht ein, was jetzt beispielsweise in dieser... Wir marschieren auf! Wir müssen die Mekkon umbringen! Also, wenn Prinz Kalyan da mit seiner Armee aufmarschiert. Ich weiß es nicht, wie das Lied heißt. Das finde ich auch super. Mit dieser Violine im Hintergrund. Klingt so irgendwas, irgendwie wie dieses Lied von Vangelis, was der Henry Maske zu seinem Einmarsch in den Ring immer benutzt hat. So ein bisschen. Nächste Frage. Welche Ricky-Synchro-Stimme ist besser? Ich habe jetzt natürlich nicht den unglaublichen Überblick. Ich persönlich finde die englische sympathischer, weil Ricky irgendwie so... Er klingt mehr nach dem, wo er da aussieht. Im Original, da habe ich immer ganz kurz reingehört und habe das auch mal ganz kurz aufgezeichnet in einem der Videos, um mal einen kurzen Vergleich zu bringen, finde ich sie zu normal für Ricky. Und klang jetzt auch irgendwie nicht so, als würde er ja so ein gebrochenes Sprachendeutsch reden, sag ich jetzt mal. Aber das kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Nächste Frage. Welches Stadtgebiet hat dir am besten gefallen und wie haben die einzelnen Stadtgebiete, Grenzdorf, Kolonie 9 beispielsweise, auf dich gewirkt? Also auch gewirkt haben sie auf mich wie so ein Provisorium. Kann ich jetzt schwer sagen. Also es sah jetzt nicht nach was Gemütlichem aus, sondern so eher Industrial-mäßig, was man eventuell zur Not irgendwie, keine Ahnung, wie Terraner-Gebäude irgendwo anders hin verfrachten kann. Wenig einladend hauptsächlich. Und... Das Stadtgebiet, was mir am meisten... Oh Gott, wobei, das Beispiel Grenzdorf. Also, das Grenzdorf hat mir gut gefallen. Das sieht so urig aus, so baumig, das passt gut. Ich kann auch nicht, ich bin gerne durchgelaufen, vor allem auch mit der Musik in Träumen. Dieses la 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 la. Die menschlichen Gebiete... Weniger, will ich es jetzt mal sagen. Wobei Kolonie 6 eigentlich ganz nett wirkt, wenn alles ausgebaut ist. Vielleicht Kolonie 6 im kompletten Ausbau für mich, glaube ich, sogar an der Spitze. Grenzdorf ist auch cool. Alchemoth gefällt mir eigentlich auch sehr gut. Die totale Weite, diese erhabene Musik im Hintergrund. Wenn man das erste Mal hinkommt, wow. Also, Städte abwechslungsreich auch vor allem, weil hinter jeder Stadt im Grunde so ein eigenes Prinzip, Designprinzip herrscht. Ja, das dazu. Nächste Frage. Überhaupt, welche Gebiete fand ich sehr beeindruckend? Insbesondere das Bein des Bionis. Das erste, wenn man da einmarschiert. Diese Weite, die vorher irgendwie überhaupt nicht so zu sehen war. Diese Weite, die satten Farben, das Gras. Super. Also das hat mir schon war irgendwie so plong den Unterkiefer runterklappen lassen. Der nächste, Erik Hausmann. Was hatte Schulk eigentlich für eine Rüstung an? Ist das nicht diese Indianerrüstung aus dem Grenzdorf?
Ist es nicht die Indianerrüstung aus dem Grenzdorf, sondern irgendwie die Hirax-Rüstung oder sowas, was ich mal bekommen habe, die das gleiche Design hat. Aber dementsprechend, ja, es ist das Design aus der, aus dem Grenzdorf. Die nächsten Fragen, alle von Multi Sunshine 100. Ich muss, glaube ich, mal ein bisschen Dampf machen hier. Welche Charaktere gehören hier zu deinen Lieblingen und warum? Ja, habe ich, glaube ich, schon erzählt. Also, dass Egil mal so mein Lieblingscharakter ist. Schluck finde ich eigentlich auch gut. Ist für mich zwar auch so ein bisschen blass. Keine Ahnung warum. Irgendwie kommen ja viel, die viele der Hauptcharaktere uns ein bisschen blass vor. Keine Ahnung, ich kann es nicht beschreiben. Aber was mir an Schulk gefällt auch ist, dass er nicht so dieses bekannte Extrem ist. Also er ist nicht so der extreme Einzelgänger, der total introvertiert ist. Er ist nicht der totale Draufgänger, der total motiviert ist. Er ist irgendwie so mittendrin und hat eine eigene Meinung, die er auch die ganze Zeit unterstützt und ist deswegen auch vom Willen her irgendwie ein sehr starker Charakter. Und das gefällt mir gut auch an ihm. Was hat dich an der Story am meisten gestört? Was fandest du am besten? Oh, ich fand die ganzen Wendungen, die mit drin waren, fand ich super. Fand ich echt super. Vor allem auch dann die Offenbarung am, ja, in McConnis dann selber. Was mich am meisten gestört hat, sind ein paar Sachen, die man einfach zu sehr vorausahnen kann. Beispielsweise irgendwann mit Mumka zum Beispiel. Was fällt mir denn jetzt noch ein? Ja, teilweise, wie gesagt, es ist teilweise ein wenig zu vorhersehbar. Das finde ich ein bisschen blöd und was ich auch ein bisschen blöd fand, dieses Haha, wir sind die plötzlich auf, die plötzlich sogenannten drei Apostel des Sansa. Und ich weiß es nicht, ich finde jetzt nicht unbedingt, dass es jetzt beispielsweise, wie heißt der noch gleich? Gott, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Wer ist denn noch gleich? Auch einer meiner Lieblingscharaktere, den ich eben die ganze Zeit vergessen habe. Oh Gott. Ihr wisst ja nicht meine. Dixon, genau. Oh, Dixon. Ich weiß nicht. Dixon kam mir so ein bisschen meh, während er, nachdem er als Apostel aufgetreten ist. Irgendwie so ein bisschen dieses typische. Ha, hier bin ich. Ha, hier, folgt mir. Ha, ich kämpfe jetzt nicht gegen euch, weil ich hab's nicht nötig. Es ist eine coole Sau, Dixon. Aber ich finde, dieser Auftritt als Apostel tut ihm jetzt nicht so ganz gut. Das kratzt an seiner geilen Fassade, will ich es jetzt mal nennen. Das stört mich so ein bisschen. Es wirkt so ein bisschen, ja, aus plötzlich aus den Fingern gesaugt. Und auch, was ich auch irgendwie ein bisschen seltsam fand, ist diese Offenbarung. Oh ja, es gab vorher eigentlich ein anderes Universum und ich war vorher Wissenschaftler, ich der Sensor hier. Und ich kenne den Computer, den Elvis und ja, das war so WTF. Eventuell, rückwirkend, war das für mich der größte WTF-Moment, wenn ich jetzt nochmal genauer drüber nachdenke. Dieses, ah, ich bin ein Computer. Ich bin Optimus Prime. Nein, ich bin Shodan. Nein. Naja, ihr wisst, was ich meine. Da kam ich mir so ein bisschen unglaublich vor den Kopf gestoßen vor, als sich Elvis als Computer entpuppt hat. Ja, mehr will ich das dazu auch nicht sagen. Nächstes, ja. Moment, ich muss gerade mal gucken. Was war mein persönlicher Höhepunkt im Spiel? Ja, das war die Konfrontation, als sich Egil und Shulk quasi geeinigt haben. Der Kampf im Kern von McConnis und Wumms. Habe ich ja gerade mehr oder weniger schon erklärt. Welche Stücke haben dir aus dem Soundtrack am besten gefallen? Ja, habe ich eben schon, denke ich, erwähnt. Fällt mir jetzt gerade auch nichts Neues zu ein. Machen wir mal weiter. Was hätten die Entwickler deiner Meinung nach besser machen können? In erster Linie etwas mehr Abwechslung einbauen. Man hat ja im Grunde eigentlich das Spiel selber, die Story. Und ja, im Grunde ist es das Ganze das Gleiche. Man rennt durch Gebiete und kämpft. Dann hat man einen Dialog und rennt durchs Gebiet weiter und kämpft. Und das andere ist Quests, für die man durch Gebiete rennt und kämpft. Und Sachen sammelt. Mir fehlt da, keine Ahnung, andere Final Fantasies haben Minispiele. Was heißt andere Final Fantasies? Andere Spiele haben Minispiele. Beispielsweise 200 Blitzen auszuweichen. Kotz. Na gut, dann lieber normale Quests. Aber nein, mir fehlt da so ein bisschen die Abwechslung. Das schlägt sich auch so ein bisschen im Gebietedesign nieder. Das Gebietedesign ist großartig, aber mir fehlen sowas wie richtige Dungeons. Ich meine, man rennt mal durch eine große Höhle, man rennt mal durch diese Gruft, der auch endet hier, und man rennt dann am Ende durch die Gefängnisinsel. Aber
keine Ahnung, im Grunde spielt sich das alles sehr, sehr ähnlich und gleich. Es sind alles so riesige Gebiete, die so einen wahnsinnigen Gigantismus unterworfen sind, weil es sind riesige Hallen und man macht nicht viel. Also, keine Ahnung, in Gruft der Hochentia hätte man vielleicht was kompakter machen können, wie Dungeons in anderen Spielen auch funktionieren, mit vielleicht ein paar Rätseln drin oder sowas. Sowas hat mir da echt gefehlt, wenn ich ehrlich sein soll. Es ist einfach alles zu ähnlich. Verstehe, also ich meine, es macht immer noch viel Spaß und das, wie es es macht, macht es auch gut. Und es hat auch Spaß gemacht, die vielen Stunden damit zu verbringen, aber etwas mehr Abwechslung für den Nachfolger fände ich super. Okay, nächste Frage. Wo war ich jetzt? Wie fandest du Egil persönlich? Lieblingscharakter? Hab ich schon erwähnt. Nächste Frage. Wieso laufen wieder Hochentia in der Stadt herum? Ich dachte, die wären alle zu Telethias geworden. Oder ist das durch die Welt, errettet Geschichte wieder rückgängig gemacht worden? Ich weiß es nicht, ob du die Questfolgen noch weiterhin geguckt hast. Es wird damit erklärt, dass A, nicht alle Hochentia reinen Blutes sind. Die reinen Blutes sind, verwandeln sich. Die anderen, die sehr hoch oder sehr viel mit Menschenblut oder sowas gemischt wurden, ja, die verwandeln sich eher nicht. Außerdem, wenn sie, je höher sie dem oder am Bayonis gewohnt haben, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich verwandeln, weil die Ätherkonzentration in den oberen Sphären auf dem Bayonis höher gewesen ist als unten. Das ist so die, ja, die Erklärung dafür, die das Spiel auch selber geliefert hat. Wem würdest du das Spiel empfehlen? Ich würde es Leuten empfehlen, die eine umfangreiche und meiner Meinung nach auch gut erzählte, wendungsreiche und interessante Story erleben wollen, die einem Kampfsystem wie das von Hotkey-MMOs ja nicht abgeneigt sind. Und ja. Ich würde es denen empfehlen, die sich jetzt gedacht haben, oh, das Spiel ist ja gar nicht mal schlecht, das würde ich gerne mal probieren. Leiht es euch mal aus, kauft es und spielt es und probiert es. Eindruck müsst ihr haben. Welche Gebiete fandest du am besten? Das Bein, Berg Wallach, gerade bei Nacht, gerade mit dieser geil. Ja, Berg Wallach, Nachtmusik. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das, was ich mir irgendwie privat in den MP3-Player hauen würde, aber ich finde die Atmosphäre darüber so geil. Das Arithmere gefällt mir auch ziemlich gut, trotz dieses, ich muss auf Inseln lang, dann muss ich hier irgendwie mal komplett runterspringen und muss viel schwimmen, wenn ich irgendwelche Teilgebiete erreiche. Aber auch da ist es die Tagmusik, das kommt, da kommt man sich auch so ein bisschen Seele baumeln lassen, auch so ein bisschen verloren und einsam vor. Das mag ich bei dem Gebiet. Und die Farben sind dort auch schön. Welche Stadt hat mir am besten gefallen? Hatte ich eben, glaube ich, auch schon erwähnt. Wen fandest du cooler, Mekonis oder Bayonis? Mekonis. Das ist ein Mecha! Und sehr mechanisch aufgebaut und fand ich, hat das coolere Design gehabt. Auf wem hatte ich mehr Spaß, mich zu bewegen? Auf Bayonis, weil die Gebiete eben wesentlich abwechslungsreicher designt waren. Sumpf von Sartor bei Nacht. Während bei Mekonis, ja, fühlte sich alles mit den, also ab den Hallen. Ich meine, das Schwertteil gehört ja auch schon dazu und die gefallene Hand, aber alles, was danach kam, war irgendwie zugleich, dieses mechanische, industrielle. Auf den ersten Blick, gerade mit diesen ganzen Pendeln und Gears, also Zahnrädern, sehr, sehr schön und sehr atemberaubend, aber dann doch irgendwie auf lange Sicht alles doch etwas zugleich. Ich hoffe, man kann das einigermaßen verstehen. Und, aber im Gebiet, also jetzt ist die letzte Frage von Multi Sunshine. Welche Gebiete mochtest du nicht? Gibt es irgendwie keins? Ich mochte alle Gebiete, auch die, wenn man in Mekonis rumläuft. Das Problem war bei Mekonis, dass, ja, dass alle Gebiete, die dann nacheinander kamen, mit den Hallen, mit der Zentralfabrik, mit Agnerotha, es war alles zugleich. Und deswegen rennt man sehr viele Stunden in zu gleichen Gebieten rum. Da hätte es ein bisschen abwechslungsreicher sein können. Aber sonst so ein Gebiet, was ich gar nicht mochte, nö. Und jetzt fällt mir auch ein Wald vom Magma, finde ich auch klasse. Einfach Dschungel. Dschungel! Toll. Okay, Serona GR. Das Kampfsystem geht so. Und bei dem Game kommt nicht wirklich ein RPG-Feeling auf. Vor allem, weil das mit dem Level so komisch gehandhabt wurde, sodass es für mich eher wie ein MMO-RPG spielt. Ja, gut, ist ein Statement.
Aber was ich da fragen will, warum kommt denn kein RPG-Feeling auf? Also für mich kommt schon ein Haufen RPG-Feeling auf. Und was mit den Leveln komisch gehandhabt wurde, kann ich jetzt auch nicht ganz nachvollziehen, weil man haut Gegner um und bekommt Erfahrungspunkte. Man entdeckt irgendwelche Gebiete und gut, man bekommt auch dafür Erfahrungspunkte. Es ist nicht vielleicht unbedingt immer hundertprozentig Usus, aber komme ich gut mit leben. Finde ich gut. Man hat wenigstens einen Anreiz dazu, auch das Gebiet zu bewandern und alles aufzudecken. Deswegen, also das sind so Fragen, wo ich mir stelle, warum denkst du das so? Vielleicht, wenn du da noch zu ein paar Takte schreiben würdest. Entschuldigung. Fände ich das sehr toll. Der Miagius 87. Welche Techniken, keine Signaturfähigkeit, fandest du am besten? Kann ich, ehrlich gesagt, gar nicht so beantworten. Jetzt, nachdem ich so ein bisschen rumprobiert habe, das Ultimo-Kreuz fand ich super. Weil es ein super Sinnbild dafür ist, wie das Spiel das Balancing handhabt, weil man keine Ressourcen wie Magiepunkte oder sowas hat. Das Ultimo-Kreuz ist eine Spezialfähigkeit von, wie heißt sie noch gleich, von Fiora. Ich finde sie erstmal gut, weil sie sehr stark ist. Sie macht viel Schaden, sie kann den Gegner umwerfen. Wird dadurch gebalanced, man kann sie nur dann einsetzen, wenn Fiora auf dem höchsten Mutwert angelangt ist. Und sie hat eine sehr hohe Abklingzeit. Und sie ist sehr stark, aber wird durch das Balancing oder durch die lange Aufladezeit und diese Kopplung an den höchsten Mutwert gut gebalanced. Deswegen sehr schöne Fähigkeit. Weitere würden mir jetzt nicht einfallen, weil die Signaturfähigkeiten ausgeschlossen sind. Von daher. Okay, kommen wir zur nächsten. Wie alt schätzt du die 7 Hauptcharaktere? Ryan und Shulk um die 20, wahrscheinlich etwas jünger. Fiora auch so um den Dreh. Ich meine, die sind ungefähr 17, 18 rum. Shulk 17, Fiora 18, habe ich manchmal gelesen. Ich würde sie so einschätzen. Shala 22 bis 25. Dunben 28. Ricky 5. Und 14. Ja, ich denke, aus der Intonierung und der Pause kann man einschätzen, was wirklich ist und wie ich ihn einschätze. Und sehr frühreif. Habe ich irgendjemanden vergessen? Hab ich jetzt irgendeinen Charakter vergessen? Das wäre peinlich. Moment, das sind die drei, die zwei, das sind fünf und zwei im Sinn. Wenn ich jemanden vergessen haben sollte, tut es mir leid, dann kann ich es gerne noch in die Videobeschreibung packen, wenn mich jemand darauf hinweist. Wie bewerte ich das Kampfsystem? Schwierig zu sagen. Ich war erst abgeschreckt, weil ich lange Zeit vorher World of Warcraft gespielt habe, 6 Jahre oder so, und ich irgendwie so Hotkey-Kampfsysteme irgendwie nicht mehr sehen kann. Aber trotz dessen, dass ich jetzt auch wieder ungefähr 160 Stunden mit den Quests so weiter in das Spiel versenkt habe, macht mir das nach wie vor eine Mordsgaudi. Das ist eine Mordsgaudi für mich, einen zu viel zu starken Gegner, der mir vom Level her über ist und 5 bis 10 Level mehr auf dem Buckel hat, ist dann irgendwie gerade so zu packen, ihn zu besiegen durch das Tüfteln. Ist ja nicht nur das Kampfsystem, sondern auch, wie stelle ich meine Gruppe zusammen, weil jeder Charakter ja doch sehr eigenartmäßig ist, welche Fähigkeiten nehme ich mit in den Kampf, wie level ich die Fähigkeiten. Ich finde, dieses ganze Rahmenwerk finde ich super. Wenn ihr alte Rollenspiel-LPs von mir gesehen habt, wie Final Fantasy 5 oder 6, dann werdet ihr feststellen, dass ich so ein Tüftler bin, der gerne tüftelt, wenn er die Zeit dazu hat und irgendwie das Spielsystem kapiert. Und Xenoblade Chronicles ist so ein Tüftlerspiel für mich. Wie stelle ich die Gruppe zusammen? Welche Fähigkeiten benutze ich? Wie level ich die Fähigkeiten? Welche Fähigkeiten in den Talentbäumen? Auf welche will ich mich zuerst konzentrieren? Wie verknüpfe ich die in der Charakterverknüpfung? Es gibt so viele Möglichkeiten. Welche Juwelen nehme ich noch dazu? Weil es auch noch so unendlich viele verschiedene Juwelen gibt. Und das dadurch ergeben sich dann teilweise sehr viele Möglichkeiten, gerade auch was die Big Four angeht. Und da ist meine Taktiken, die ich oder meine Taktik, die ich dafür verwenden möchte, ist dann nicht das die einzige Möglichkeit. Da gibt es dann mehrere Sachen. Deswegen, ich persönlich liebe das klassische System, rundenbasiert, Befehle, aber Xenoblade Chronicles zeigt, wie man, wo die ganze Welt scheinbar nur noch kotzen kann, wenn es nicht genug Action oder sowas gibt.
in Spielen und rundenbasierte Kampfsysteme haben halt nicht genug Action für die Spieler heutzutage. Sehr, sehr schade. Zeigt, wie man es eventuell auch anders machen kann. Auch wenn, ich glaube, Injak 08 war es, der mir irgendwie zum Anfang mal irgendeinen Kommentar zu dem Kampfsystem geschrieben hat. Oh ja, so viel Action ist da ja nun auch nicht mit drin. Oder sowas. Keine Ahnung, ich find's super so. Ich muss nicht hier immer zack, 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 pom, pom, pom. Irgendwelche, wie nennt sich das, Quicktime-Events mit rein und irgendwelche super Kamerafahrten, wo man irgendwie um den Gegner herum tot aus seinem Hals runterrutscht und ihm dann die Eingeweide dabei aufschlitzt. Keine Ahnung. Brauch ich in so einem Spiel nicht. Generell. Das ist meine Meinung dazu. In Jagd 08, wo ich gerade von dir rede. Sollte der nicht tot sein? Ach ja, der Kommandeur. Sollte der Kommandeur nicht tot sein? Zumindest gab es mal, glaube ich, eine Szene, in der sein Tod angedeutet wurde. Kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Er ist mal mit in den Kampf marschiert, ist aber nicht gestorben. Und dann hing er in der nächsten Sequenz, was heißt nächste Sequenz, das nächste Mal, wo es nochmal eine Sequenz gab, also nach der Schlacht, wo das Schwert quasi bewegt wurde von Egil, dass er dann irgendeinem Flieger der Noporten unten mit dranhing und von irgendeinem seiner Untergebenen festgehalten wurde. Und danach gab es, glaube ich, keine Info mehr von ihm. Außer, dass er festgehalten wurde. Er ist nicht runtergefallen oder sowas. John Michichels Fan 7. Frage 1. Könnte der Mekon bei der Schlacht gegen die Telestia, der Juju geholfen hat, Xord sein, dass er es überlebt haben könnte? Grund? Er hat die gleiche Stimme. Zumindest das, was man gehört hat. Und er hat Juju angesehen. Sich vielleicht daran erinnert, was passiert ist und dann weggeflogen. Interessante Beobachtung, weil mir das gar nicht so in den Sinn gekommen ist, als er Juju gesehen hat und das vielleicht sein könnte. Also der Mekon oder von diesen Xord-Mekons gibt es gar viele. Ich meine, sie haben auch alle die gleiche Stimme. Ich habe ja auch mal gegen welche weiteren gekämpft. Ich meine, die sagen da auch, zumindest geben sie, meine ich, auch so ein bisschen was von sich oder stöhnen oder sowas. Also keine Ahnung, ich würde sagen, Xord ist tot. Und es ist einfach nur der Hinweis, er hat erkannt, oder der Mekon hat erkannt, dass es ein Mensch ist und sie sind jetzt mit dem Menschen verbündet. Nachdem was, ja, im Mekones Kern passiert ist und Sansa der große Feind ist. Könnte aber auch Xord sein, weiß ich nicht. Ich meine, ich könnte mir jetzt allerdings nicht vorstellen, dass Xord ist, weil er erstmal hätte repariert werden sollen und hätte glaube ich, keine Gelegenheit mehr gehabt, noch irgendwie sich reparieren zu lassen. Zumal er wieder in den Ätherfluss gefallen ist und da unten dann eine ziemliche Explosion passiert ist. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es Xord ist, aber wer weiß, wer weiß. Vorletzte Frage. Was war mein erster Eindruck, als ich das Spiel zum ersten Mal die ersten Stunden gespielt habe? Ui. Keine Ahnung. Ich habe, denke ich, doch einige Stunden gebraucht, um so richtig damit warm zu werden. Und im ersten Durchgang habe ich so viel geflucht. Ich habe beim ersten Durchgang des Spiels quasi keine Quests gemacht und der Kampf gegen Xord, das erste Mal, bin ich so oft krepiert. Ich habe so geflucht. Ich habe gegen, wie heißt der noch gleich? Gegen Gaddo, der zweite Kampf, vor Egil, habe ich so geflucht. Ich bin so oft krepiert gegen ihn. Boah. Ich fand das Spiel beim ersten Mal zu schwer. Man soll es nicht für möglich halten. Wenn man die Quests nicht macht, ist das Spiel sau schwer. Vielleicht auch nicht zu packen. Also, wenn man da nicht viel grindet oder möglichst viele Kämpfe mitnimmt. Weiß ich nicht. Ich bin jetzt nicht so die große Leuchte, glaube ich, was das Spiel angeht. Letzte Frage. Was habe ich beim ersten Mal durchspielen gedacht? Geil. Ich war so geflasht von der Story und allem drum und dran. Ich war, abgesehen von dem Mindfuck jetzt, es ist ein Computer. Hey! Dingel, 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 dingel. Ich wollte zuerst nie ein LP dazu anfangen. Da kann der RealLag666, glaube ich, ein Liedchen versingen, weil er mich die ganze Zeit versucht hat zu überreden. Aber nachdem ich das Spiel durch hatte, stand für mich fest, ich muss das Ding irgendwann als LP bringen. Aber ich weiß nicht wie. Ich war verzweifelt, weil der Scope vom Spiel so gigantisch ist. Oh Mann, ich muss so viel durch die Gegend rennen und so viele... Das guckt sich doch keiner an. Es passiert so wenig Action, wenn ich durch die Gegend renne und... Wer will sich das angucken? Ich brauche so viel Zeit, bis das Spiel durch ist. Ich bekam auch Kommentare, als ich angekündigt habe, dass ich dazu ein RP machen will. Oh, viel Spaß bei 200 bis 300 Parts. Gut, ist jetzt doch weniger geworden. Weit weniger. Und, ja, ich bin froh, dass ich die Quests von den normalen Storyfolgen getrennt habe. Aber, gut. Das waren so die Gedanken, die mir durch den Kopf gegangen sind.
So, ich werde jetzt diesen Teil beenden und werde jetzt noch den kurzen Einkaufpart hinterher schieben. Ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal für alles. Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen beantworten. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao. So, als letzte Tat für dieses FAQ-Video möchte ich dann noch die Bitte erfüllen, was das Einkaufen angeht. Ich habe leider Gottes immer noch nicht herausfinden können, welcher User das war, aber ich erinnere mich noch dran, dass du gefragt hast, wenn du das gucken solltest. Grüße dich. So, also, Einkaufen funktioniert, indem man zu einem Händler geht und sagt, kaufen? Wer hätte das gedacht? So, dann lädt erstmal der Shop. Und wir haben oben, da kann ich jetzt mit dem Steuerkreuz draufgehen, die Rubriken. Schwert oder beziehungsweise Waffe, Kopfrüstung, Torsorüstung, Handgelenkrüstung, Hosenrüstung und Schuhrüstung. Und bei manchen, nicht bei allen, diese Bücher, wo man die Adeptenbücher für bestimmte Skills kaufen kann, um die Technikstufe zu erweitern, damit man sie weiter hochleveln kann. Und nicht nur die ersten vier Basisstufen hochleveln kann. Ja, auf der linken Seite haben wir unsere Charakterporträts. Wenn ich den Z-Knopf gedrückt halte, dann wechselt der Cursor auf diese Charakterporträts und ich kann mit dem Steuerkreuz quasi durchschalten, wo mir dann die entsprechenden Werte angezeigt werden. Wenn ich hier auf irgendeiner Waffe oder auf einem Ausrüstungsgegenstand bin, leuchten die Charakterporträts auf, die die entsprechende Ausrüstung auch tragen können. Und ja, wenn ich dann auf den entsprechenden Charakter gehe, die es tragen kann, dann werden mir die Veränderungen der Werte, wenn ich diesen Gegenstand jetzt so, wie er ist, ausrüsten würde, werden mir angezeigt. Rot bedeutet Verschlechterung und ja, blau würde Verbesserung bedeuten. Was die Werte ganz unten links angeht, das sind die ja, Spezialwerte, die durch Verzauberung oder Juwelen, übermittelt oder mit auf dieser Ausrüstung drauflegen, Spezialfähigkeiten. Und wenn eine Fähigkeit in einer grünen Schrift dargestellt wird, bedeutet das, dass sie das Maximum erreicht hat. Wenn ich durch Juwelen irgendwelche Werte verbessere, beispielsweise hier Stachelschutz, dann hat jeder Wert immer ein bestimmtes Maximum. Das heißt, beispielsweise, ich kann nicht über 100% Stachelschutz gehen. Oder ein anderes Beispiel, Agilität. Ich kann maximal die Agilität über Ausrüstung, also Verzauberung oder ein Juwel um 50 erhöhen. Das heißt, ich könnte zwei 50er Agilitätsjuwelen in die Ausrüstung klatschen. Ich würde trotzdem nur 50 insgesamt bekommen. Ist natürlich ein bisschen schade, weil Agilität sehr wichtig ist, um gegen stärkere Gegner zu bestehen. Aber es ist so. Muss dann wohl auch so sein. Ja, und im Grunde war das Einkaufen. Es gibt ja keine Items in diesem Spiel, die ich irgendwie potionmäßig oder sowas Lebenspunkte heilen könnte. Die gibt's nicht. Es gibt nur Ausrüstung und Adeptenbücher zu kaufen und zu verkaufen. Und ja, das mittlere Feld zeigt halt an, was habe ich hier irgendwie, Verzauberungsausrüstung? Ja, das mittlere Feld zeigt halt die einzelnen Werte an. Und mit der Plus-Taste kann ich, oder könnte ich jetzt beispielsweise hier, wenn die Präriekappe ein verzaubertes Item wäre, könnte ich mir die verschiedenen Verzauberungen aussuchen hier, beziehungsweise mir eine Erklärung dazu einblenden lassen. Jetzt komme ich mit der Plus-Taste, weil die Ausrüstung hier keine Verzauberung drauf hat, auf die, ja, verschiedenen Stats, sage ich jetzt mal, und kann jetzt beispielsweise hier gucken, Stachelschutz, mindert erlitten Stachelschaden 100%, Nachtsicht, erhöht Treffsicherheit von physischen Attacken nachts um 39%. Und das ist alles dazu, also mehr gibt's dazu nicht. Ich hoffe, das ist soweit klar geworden und ja, bedanke mich, wie gesagt, fürs Zusehen. Wenn noch Fragen offen sind, kommentieren, ich werde sie dann in Kommentarform beantworten.